Also ich denke, dass wir irgendwo schon eine deutliche Steigerung des Silberpreises sehen werden, allein schon dadurch, dass Silber als Kaufinstrument eine größere Rolle spielt im täglichen Gebrauch als Gold, wenn der Edelmetallstandard zurückkommt. Dann habe ich noch mal eine persönliche Frage mit dem Thema Silber. Sind Sie eher Silberfan oder Gold? Ich persönlich bin ein großer Freund von Silber. Wie ist Ihr? Was ist Ihr Favorit? Ich bin ganz klar ein Goldbug. Ich habe auch Silber im Portfolio, 20% etwa, Okay. aber aus Diversifikationsgründen. Wissen Sie, ich kriege ja oft die Frage, wird Silber auf die Bewertungsratio zurückkommen von 13 bis 15 zu 1, die es im Goldstandard vor 1914 mal hatte. Im Moment ist er 70 bis 90 zu 1. Und die Frage stellt sich ganz oft nach der Devise, wenn wir zu dem alten System zurückkehren, stellen sich dann auch andere alte Strukturen wieder ein. Und ich habe versucht, das zu analysieren, aber ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich weiß Okay. es nicht. Ja? Was? Ich weiß es nicht, ob sich das einstellt wieder. Da sind so viele Faktoren, die dann eine Rolle spielen. Ist ganz schwer zu isolieren, welcher Faktor da am Ende die Oberhand behält. Okay, dass die Zuschauer vielleicht einen Einblick bekommen, wenn Sie gesagt haben, Sie haben das versucht zu analysieren. Ich gucke mir natürlich auch gerne immer die Geschichte an. Welche Parameter haben Sie da Ja. sagen, versucht da zugrunde zu Also, legen? Und das gibt's, was? also, da das eine relative Bewertung zum Gold ist, spielen Dinge wie Zinsen etc. weniger eine Rolle, weil die auf beides in der gleichen Form wirken. Ja? Sondern was da eine Rolle spielt, ist eher die relative Knappheit des Währungsmetalls. Ja? Und dann ist die Frage, wie viel ist schon da? Was ist die Menge der Vorräte, die da sind, die also angezapft werden können? Wie viel Silber sind im freien Handel? Wie viel verbraucht die Industrie? Wie viel wird produziert? Also es gibt eine ganze Reihe von Elementen, die man da sich anschaut. Und dann habe ich festgestellt, das System ist so hochgradig komplex, dass ich mit einer Analyse, die sozusagen diese Vereinfachung ja im Prinzip machen muss, damit man überhaupt noch einen Überblick behält, dass ich mit der da nicht wirklich weit komme. Und deswegen sage ich, diese Analyse war nicht wirklich konkludent. Sie hat nicht wirklich zu einem klaren Ergebnis geführt, wo ich sage, so ist es jetzt. Ja? Und das können Sie mir glauben, ich glaube, das tun Sie auch. Ich scheue mich ja, ich habe mich noch nie gescheut, wenn ich der Meinung bin, dass eine Sache so ist, zu sagen, das ist jetzt mal so. Ja? Hier ist es so, dass ich nicht zu einer Konklusion gekommen bin, die ich verteidigen könnte. Vielleicht gibt es ja eine. Es mag Leute geben, die den Silbermarkt besser kennen als ich. Da gibt es auch Leute, die befassen sich primär mit dem Silbermarkt. Ja. Und möglicherweise kommen die zu einem besseren Ergebnis, also zu einem nicht im Sinne von höher, niedriger, sondern im Sinne von präziser, ja, besser verstanden, was die Treiber sind, dieser Gold-Silber-Ratio. Ja. Aber ich bin da erstmal noch zurückhaltend und sage, da lasse ich erstmal jetzt andere kommen, ja. Okay, finde ich gut. Also mir geht es ähnlich. Finde ich auch gut, dass Sie so ehrlich sind. Ich gucke mir natürlich auch immer die Charts an und gucke mir die Bewertungen an. Aber wenn Sie haben es schön gesagt, eingangs früher war das Gold-Silber-Ratio 1 zu 15. Heute haben wir Stand heute 1 zu 80. Was ist so die persönliche Meinung, was auf Ja. jeden Fall Potenzial hatte auf 1 zu 40, 1 zu 50? Also ich denke, dass wir irgendwo schon eine deutliche Steigerung des Silberpreises sehen werden, allein schon dadurch, dass Silber als Kaufinstrument eine größere Rolle spielt im täglichen Gebrauch als Gold, wenn der Edelmetallstandard zurückkommt. Ja, das ist eine Grundtendenz, dass mehr Silber dann gebunden werden wird in der Währung, als wir das bis dato hatten. Und damit stärkt es die Währungsfunktion des Silbers und damit auch die Nachfrage nach Silber und damit auch den Preis. Ja? Also eine grundsätzliche Tendenz weg von 70 bis 90 zu 1 hin in Richtung Süden, die mag ich schon auch erkennen. Allein was ich nicht erkennen kann, ist überhaupt zu erahnen, bis wohin geht das. Und gibt es möglicherweise gegenläufige Elemente da draußen an Verbrauch und an Nachfragesituationen, die ich nicht verstanden habe, die dann das konterkarieren. Auch das ist möglich. Ich weiß es schlicht nicht. Aber ich muss es auch gar nicht wissen. Wissen Sie, weil ich das genialste Instrument von allen habe, um es rauszufinden. Der Markt. Der Markt. Die Zeit Der macht Markt wird Silber. es rausfinden für uns, wenn es dann soweit ist, wird der Markt in einem Suchprozess, dessen Komplexität unsere Fähigkeit der Analyse übersteigt, rausfinden, wo der Silberpreis relativ zum Goldpreis hingehört in dem neuen System. Genau. Deswegen sind wir beide ja auch so große Fans von der freien Marktwirtschaft. Und ja, finde ich gut. Vielleicht nochmal für den Zuschauer Hinweis: Silber ist mehrwertsteuerpflichtig und ist halt ein Industriemetall, was gebraucht wird und verbraucht wird. Und auch hier Ja. wieder. Der Vorteil, den ich halt immer wieder hervorhebe, ist das Zollfreilager. Wenn ich im Zollfreilager Silber einlagere, spare ich mir die komplette Mehrwertsteuer und die Gewinne der Edelmetalle sind nach einem Jahr steuerfrei. Ja, jetzt haben wir ja sehr viel über Silber erfahren und der ein oder andere überlegt vielleicht doch nochmal einen Teil seines Geldes in Silber
zu investieren, beziehungsweise sein Vermögen zu schützen. Dann habe ich natürlich auch super Möglichkeiten, in Silber zu investieren, in einem Zollfreilager, wo du die komplette Mehrwertsteuer sparst. Hier nochmal der Hinweis: Nach einem Jahr Haltedauer sind die Gewinne komplett steuerfrei. Das heißt, du kaufst jetzt für 10.000 Euro. In 2 Jahren hat sich der Wert verdoppelt und du bekommst die kompletten 20.000 Euro steuerfrei ausbezahlt. Solltest du mehr wissen wollen darüber, schreib mir einfach eine kurze E-Mail. Ich sage schon mal weiterhin alles Gute und bis zum nächsten Video.